Guten Tag, hier spricht euer Peter Gaming und wir spielen wieder den Revanche-Kampf. Ich will nochmal kämpfen. Sobald du bereit bist, sag einfach Bescheid. Ich bin bereit. So, so, jetzt wird mal alles aufpassen, wenn wir gegen ihn besiegen. Kommt schon! Schneller! Na, wie lange soll er warten? Hast du etwas Schiss? Alter Mann, dann. Hopp, Leute, wir machen noch eine Ring. Grimm, Geralt, den Reisenden. Lira hat natürlich ein Anrecht auf uns. Alles finde ich voll blöd, Leute. Ist Puppen denn zu kämpfen? Wer ist das? Ich will nochmal kämpfen. Sobald du bereit bist. Auswahl konnte ich nicht so richtig machen, Leute. Ich bin bereit. Fantastisch! Dann kämpft! Eine Herde Geißböcke soll dich aufspießen! Schnell! Alter, das ist so. Ne, der Typ ist so stark! Mann, das ist so nervig, Leute. Mann, was ist heute los gerade? Leute sind so miserabel. Noch einmal versuche ich es nochmal, Leute. Ein mutiger Reisender, der ganz alleine unterwegs ist. Ich will noch mal. Das nervt mich jetzt ein bisschen, Leute. Ich bin bereit. Das finde ich jetzt richtig bitte bescheuert. Hast du etwas Schiss? Schneller! Fehler! Alter Mann, Alter, ich ausweichen. Junge, du ausweichen, trotzdem geht nichts an. Oh Mann, das nervt Grimm mich jetzt gewinnt grad. Klar gegen Geralt den Reisenden. Der Verlierer hat natürlich ein Anrecht bisschen, auf eine Revanche. Wenn er Manns genug ist. Ich glaube, ich hab... Alter, so nervig heute mir die Quest. Was soll das heißen? Mama, das so, Leute, weil ich... Such mal den vermissten Sohn noch, Leute. Nein, hab ich nicht, aber so nach. Hä, wo ist denn der Ding? Oh. Oh Gott. Das ist halt das Nervige manchmal, finde ich. Bisschen so, das Spiel an sich ist doch nicht. Ja, wenn was meint, ja, ich hab sie getötet, aber manchmal finde ich es echt ein bisschen komisch, das Spiel, manchmal. Das ist ein bisschen nervig in letzter Zeit, aber nein. So Leute, jetzt machen wir noch ein bisschen Missionen. Die Mission vielleicht noch. Und in der nächsten Folge werden wir dann anfangen, zum Endboss zu gehen. Und dann ist es ziemlich zum Ende von dem Spiel, wahrscheinlich. Und dann werde ich dann Headstone, das neue, anfangen. Freunden zeigen wir das Herz, Feinden die Axt. Merkt ihr das? So, machen wir das. Okay, dann rennen wir mal zu der Burgruine.
Oh Mann, das ist nicht, oh, nicht so weit. Vielleicht finden wir ihn ja. Ah ne Leute, ah ja, das ist ja der Typ, glaube ich. Das, wo der schwere Gegner ist, glaube ich. Gott, hat. Alles das sau der Hardcore-Kämpfer. Alle hat sich frei. Oh ne. Warte mal, bis man den die Hypnose weg fertig ist, weil. Oh nee, oh Mann, Leute. Ich hab echt, Alter, was ist denn heute los jetzt gerade, Leute? Das nervt mich jetzt schon, Leute, das ist so nervig gerade ein bisschen. Mann, oh nee, Leute, ich hab mich. Das ist jetzt richtig nervig, sorry Leute, dass jetzt ein bisschen scheiße läuft zur Zeit, aber ich mich. Alter, der Priest, der ist sowas von schwer zu besiegen, Leute. Mann, das ist so nervig gerade, aber naja, wir müssen, ich will noch ein Level am besten aufsteigen, aber dann müssen wir irgendwie besiegen, Leute. Aber wie wir denn besiegen, das ist hardcore, aber wir müssen ihn besiegen. Und das ist halt das Problem, Mann. Wenn ich die Mission jetzt noch abbrechen muss, dann habe ich echt keinen Bock mehr auf das Spiel langsam. Manchmal ist es so nervig, das Spiel. Biss- und Klauenspuren am ganzen Körper. Aber das sind Fressspuren. Er ist durch einen Schlag auf den Kopf gestorben. Biss- und Klauenspuren am ganzen Körper. Aber das sind Fressspuren. Er ist durch einen Schlag auf den Kopf gestorben. Oh, Alter, der. Ja. Oh.
Nicht nein gucken, Leute. Nein! Eingeguckt. Er ist in seinen Bau geflüchtet, um seine Wunden zu lecken. Ich muss ihn aufspüren. So lang atmen. Hauten. Die Spuren führen in diese Richtung. Okay, dann gehen wir erstmal nach unten. Aber da ist echt hardcore der Kampf, finde ich. Jetzt könnte ich endlich mit wieder Pfeife, aber beim anderen ging es ja hier nicht. Okay, dort. Ja, okay, dort ist nun nicht. Sie führen auf die andere Seite. Alter, der macht jetzt aber einen Ausflug mit uns. Oh, wir brauchen Schlüssel, okay. Oh, ein Brief, lesen wir mal einen Brief, Leute. Wie immer, ihr könnt dann Pause drücken und dann könnt ihr dann lesen. So Leute, haben wir mal schnell eine Mission fertig gemacht. So Leute, jetzt können wir auch den Blaze weitermachen. Da entlang hat Bäume umgeworfen. Oh ja, das ist jetzt heftig, Leute. Dann müssen wir jetzt noch kriegen. Und bleib. Diesmal entkommt er mir nicht. Wie schmeckt dir das Silber? Ja.
Das waren 10 Leute. Heftig der Gegner, Leute. Aber ich hoffe, dass wir den noch kriegen. Ich hoffe, dass wir den noch kriegen, bevor wir hier weiter. Das ist halt jetzt immer das Nervige manchmal, finde ich, in dem Spiel. Gegen manche Kämpfe kann man besiegt man sau schnell. Und manche hat man halt richtige, dann kann man richtig Stunden gegen die Kämpfe. Und dann besiegt man die erst. Hoffentlich können wir den Kampf jetzt noch fertig machen in der Folge, Leute. Nein. Oh Mann! Oh, ich mach essen. So, erstmal ausruhen. Nein! So, oh Mann! Wir hätten mal fast Cut hinter, aber jetzt sind wir hier so nervig. Oh Mann. Den will ich jetzt am liebsten besiegen noch vorher. Aber ich denke, Leute, ich versuch's noch einmal. Wenn wir dann in den Parken, Leute, dann werden wir zurück zu den letzten Vorbereitungen machen, weil dann tue ich mich dann noch ein bisschen aufrüste und alles. Und dann werden wir die nächste Folge dann wahrscheinlich die letzte Vorbereitung machen. Und dann werden wir weil das ist jetzt ein bisschen nervig, dass jetzt ein bisschen Probleme zur Zeit gibt. Irgendwie ist es total ein bisschen Probleme mit meinem Aufnahmetool. Ich versuche es auch ein bisschen zu machen. Diesmal entkommt er nicht. Oh Mann, ich... Wow!
Alle Mann, aber dann. Boah, super, Leute. Boah, Leute, super. Jetzt haben wir ihn besiegt zum beim dritten Mal. So, Leute. Jetzt haben wir den vermissten Sohn, kriegen wir, Leute. Jetzt dann noch die Tochter. Weiß ich nicht, wer noch von dem überlebt. Weiß ja nicht, wer noch überlebt hat von den Familienangehörigen. Oh nein. Gelbe Tunika. Das muss Olve sein. Ich habe die Jungs gerecht. Wenigstens das. Ja, Leute, das ist jetzt wichtig. Lauf doch noch ein bisschen was durch. Und hoffentlich ist das schön, Leute. Zumindest haben wir die Zöne gerecht. Das ist jetzt wichtig gewesen, dass man die jetzt geschützt haben und gerecht hat. Und für die Familie ist es nicht schön, dass er nämlich lebt. Aber das Wichtigste ist, dass wir gerecht haben. Und das ist das Wichtigste. Heda! Komm und sieh dich um! Sei gegrüßt. Ja, aber sau schlecht und traurig. Schlechte. Dein Sohn ist tot. Er wurde von einem getötet. Ich konnte ihn nur noch rächen. Ich hab's ihm gesagt. Sohn, Farö hat noch nie was Gutes gebracht. Bleib zu Hause. Deine Zeit für Abenteuer und Ruhm wird noch kommen. Deine Belohnung. Das Gold hat mir kein Glück gebracht. Möge es dir besser dienen. So, Leute, wie gesagt, haben wir jetzt den Level abgemacht. Das heißt, wir sind Level 34. Was ich eigentlich schon machen wollte, dass wir jetzt Level 34. Das ist voll gut eigentlich. Das ist jetzt auch gut. So, schauen wir mal, ob man. So, Leute, jetzt werden wir langsam zum Ding reisen. Und jetzt werden wir was vermutlich die Story fertig machen. Alter, schon heftig, was hier alles abgeht, ging. Geralt musste Eredin entgegentreten, doch er brauchte die Hilfe von Freunden. Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Yen beriefen die aufgelöste und dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Auch Avalach begann, Pläne zu schmieden. Der elfische Wissende beschloss, die Unterstützung für den König der wilden Jagd in dessen Königreich zu sabotieren. Mit Geralt im Schlepptau gelangte er durch verschiedene Welten in die Stadt Tiernalia, wo sie Eredins Stellvertreter Gels fanden. Dieser war dem vorigen König des Erlenvolks treu ergeben gewesen. Als er erfuhr, dass Eredin den König ermordet hatte, war er bereit, Avalach und Geralt zu helfen, den Usurpator zu besiegen. So, Leute, wir werden jetzt erst zum Ding reisen, zur Rittersporns Lokal. Und dann werden wir mal sehen, was dann abgeht, oder? Aber ich denke, das werden wir erst bei der nächsten Folge sehen. Somit sagt euer Peter Gaming tschüss, bis dann und PG bis demnächst.